Hallo, danke an Anna, Florian, Brigitte, Boris. Die vier sind neue Unterstützerinnen und haben die USA-Serie als Anlass dafür genommen. Und Willibald ist ein neuer Förderer. Er hat auf www.erklärmir.at eine Fördermitgliedschaft abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch, das es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Feline ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch. Über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. In der Serie über die USA reden wir heute über die Kulturmacht USA, also wie beeinflusst uns die US-amerikanische Kultur in der Art und Weise, wie wir leben, was wir für ein gutes Leben erachten. Und zu Gast ist Astrid Fellner. Hallo. Hallo. Liebe Astrid, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor. Ja, mein Name ist Astrid Fellner und ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich habe lange in Wien gelebt und bin jetzt seit 2009 Professorin für nordamerikanische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Das ist in Saarbrücken in Deutschland. Fein. Astrid, wenn man die USA und an Kultur denkt, dann fällt mir ein, Hollywood, Netflix, Social Media, Instagram, Facebook, WhatsApp, alles kommt aus den USA. Sind die USA eine Kulturmacht? Beeinflussen US-amerikanische Kulturprodukte die Art und Weise, wie wir leben oder wie wir auf die Welt blicken? Ja, ganz klar. Also vielleicht sollte ich dazu sagen, die Frage an sich fand ich jetzt spannend. Aha. Du hast gefragt, amerikanische Kultur, damit meine ich, und dann hast du es spezifiziert. Aha. Und hast im Wesentlichen auf Populärkultur verwiesen. Das ist eines der, glaube ich, Hauptcharakteristika der amerikanischen Kultur. Wenn ich sage, ich bin Amerikanistin, beschäftige mich mit amerikanischer Kultur, dann habe ich schon sehr oft die Frage gehört, gibt es die denn? Aha. Also aus österreichischer Sicht, wo wir halt dann doch sehr stark einen anderen Kulturbegriff haben, der sehr stark von Hochkultur geprägt ist, wird sehr oft dann eben Populärkultur gar nicht als Kultur gesehen. Insofern würde man dann sagen, es gibt gar keine Kulturmacht der USA. Und Hochkultur würde dann heißen klassische Musik. Genau, Musik ja. Und Opern und so weiter. Mhm. Nun ist aber natürlich in letzter Zeit diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur stark kritisiert worden. Und somit ist es vollkommen klar, dass wir jetzt auch in Schulen und Universitäten Populärkultur lernen und beforschen. Aber dennoch stimmt es. Es gibt natürlich auch amerikanische Hochkultur, wenn man in dieser alten Sprache bleibt. Aber wenn wir von Kulturmacht der USA sprechen, dann meinen wir Populärkultur, Alltagskulturen, du hast WhatsApp, Internet, also sehr stark natürlich Alltagspraktiken, Lebensweisen. Ich glaube, das wird damit normalerweise in Verbindung gebracht. Mhm. War das schon immer da oder woher kommt diese US-amerikanische Stärke, diese Power? Weil egal, ob man ins Kino geht, jetzt den Fernseher auftritt oder den Radio, sehr viele der Dinge, die man so Tag ein, Tag aus, zumindest in meiner Generation konsumiert, kommen am Ende des Tages aus den USA.
Ja, also wir können gerne noch dann im Detail über dieses Kommen aus den USA sprechen. Mhm. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass es wahrgenommen wird, dass es aus den USA kommt. Ich glaube, dass es da verschiedene Phasen gab. Wir müssen da so ein bisschen auch in die Geschichte schauen. Also es gab sehr wohl eine Phase, wo es auch wirklich dezidiert eine amerikanische Kulturpolitik gab. Wahrscheinlich gibt es es jetzt noch, aber nicht mehr in der Stärke. Und das ist natürlich die Nachkriegszeit. Mhm. Und das ist auch die Zeit, in der die USA zur Supermacht wurde. Und da in der Phase des Kalten Krieges, dann wurde die Kulturpolitik auch als aktive Politik eingesetzt, um eben die westliche Welt, wie es damals hieß, zu demokratisieren. Und da gab es spezielle Programme. Das gesamte United States Information Agency zum Beispiel war kulturpolitisch darauf ausgerichtet, parallel zum Marshallplan oder als Teil des Marshallplans eben amerikanische Produkte ins Nachkriegseuropa zu bringen und eben damit zu demokratisieren. Und das ist dann die sogenannte Soft Power der Politik, weil man eben auch wusste, dass eben Populärkultur, Musik vor allem zur damaligen Zeit und dann natürlich Fernsehen, als das Fernsehen aufkam, dass das viel wirksamer ist, hier politische Messages auch zu transportieren als Realpolitik. Mhm. Vielleicht noch zum Hintergrund, der Kalte Krieg, dieser Systemkonflikt der USA, des Westens mit dem, also die kapitalistischen Länder versus die sozialistischen Länder, vor allem USA versus Sowjetunion. Du hast mir zur Vorbereitung ein paar Unterlagen geschickt, unter anderem von, ich glaube, Reinhold Wagenleiter heißt er. Mhm. Der hat darüber geschrieben, wie ihn, der ist mittlerweile schon in der Pension, wie ihn in der Nachkriegszeit, wie ihm das widerfahren ist, wie ihm das aufgefallen ist, diese coolen Amerikaner. Und er zitiert in einer seiner Arbeiten im Vorwort einen amerikanischen General, der sagt, die beste Strategie, um die jungen Leute da in Deutschland oder in Europa für die Demokratie und die USA zu begeistern, ist, nicht ihnen irgendetwas von Freiheit und Demokratie zu erzählen, sondern ihnen zum Beispiel einfach Baseball näher zu bringen. Genau. Also durch die Faszination der USA kriegt man dann irgendwie politische Macht und Einfluss. Mhm. Ja, genau. Und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist das immer noch Teil der Kulturpolitik oder ist das, und das ist auch etwas, was dezidiert von den USA ausging. Also Sport, Baseball ist ein gutes Beispiel, das ist eine sehr, sehr demokratische Sportart. Also ich kann Baseball nicht erklären, ich sage es gleich, ich finde es fürchterlich kompliziert. Ich finde es fürchterlich langweilig. langweilig ist es auch, aber es gibt fantastische Studien dazu, wie eben, gut, Sport allgemein, aber Baseball insbesondere ein wichtiges Demokratisierungsmittel war und bleibt. Und man muss sich das vorstellen, dass natürlich die Nachkriegszeit eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Und da natürlich dann Kaugummi, also jeder, der irgendwie sich Eltern, Großeltern zurückerinnern können. Es gab vorher kein Kaugummi, es gab vorher keine Musik. Also wenn Musik zu sprechen kommen, dann eben Jazz und so weiter, Rockmusik dann ein bisschen später. All das sind klassisch amerikanische Produkte, die eben und auch dann teilweise materielle Produkte wie Coca-Cola, auf das kann man auch noch kommen, die eben einen bestimmten Way of Life transportieren sollten, der eben mit Freiheit, mit Möglichkeiten und eben mit demokratischen Idealen konnotiert war. Und das sind ja einige Güter, wo man, also zumindest in meiner Generation, nicht mehr daran denkt, also wenn ich einen Kaugummi kaue, dann denke ich nicht an die USA. Und auch da wieder, um auf Professor Wagenleiter zu kommen, der beschreibt das, dass so quasi seine Rebellion, die Rebellion seiner Generation war, Kaugummi zu kauen. Ja. Die Eltern haben gesagt, du
kaust du schier Kaugummi wie die Amerikaner, du schaust aus wie die. Ja. Und für ihn war das das größte Kompliment, weil die amerikanischen Soldaten so in der Nachkriegszeit, die ja Teile Österreichs besetzt haben, die waren richtig, richtig cool und das war erstrebenswert. Ja, also ich glaube für die Generation, ich mache da auch wirklich sehr stark verschiedene Generationen aus, die ganz unterschiedliche Reaktionen hatten. Also ich bin jetzt nicht Teil der Generation, ich bin dann schon die nächste Generation, aber ich bin dann in den 70er Jahren oder 80er Jahren groß geworden und für mich war es auch noch. Also für mich steht amerikanische Kultur, amerikanische Populärkultur und auch meine persönliche Faszination damit sehr stark auch mit Rebellion geht das einher. Also ich kann da dieses Konzept von Wagenleitner sehr stark unterschreiben und denke, dass das für die unmittelbare Nachgeneration, für meine Eltern, noch viel stärker gewesen sein muss. Also Kaugummi kauen, hat meine Mutter lange irgendwie gesagt, so das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und Coca-Cola trinken, also das ist ja auch lange Zeit als das Gesöff des, weiß ich nicht, Kulturverfalls gesehen worden. Und dann eben die Höllenmusik, wie das meine Eltern immer bezeichnet haben, was da aus Amerika kam. Und die Generation, die Nachkriegsjahre oder dann eben unsere Zeit der Besetzung erlebt haben, die haben das, glaube ich, sehr stark als Reaktion eben als weg von der eigenen braunen und äußerst komplizierten Vergangenheit und dann eben die Hinwendung zu einer Kultur der Freiheit empfunden. Und ich genauso, muss ich sagen. Mhm. Also 70er, 80er Jahre war auch noch sehr schwer. Da war es mit der eigenen Vergangenheit. Also wenn meine Eltern am Weg nach Italien immer Heino und blau-blauer Enzian geträllert haben, dann war das für mich schrecklich. Mhm. Und dann war natürlich die Hinwendung zu damals der Beginner Ö3 und so weiter, das war dann die Sensation. Das war cool, ja. Mhm. Und Wagenleitner nennt das die größte kulturelle Propagandakampagne der Geschichte, nämlich wie nach dem Krieg, die versucht wurde, die Jugend in vielen Staaten, wo der Faschismus Fuß gefasst hat, in Deutschland, in Österreich, in Italien, auch in Japan, versucht wurde, die Jugend auf andere Werte zu bekommen. Was er jetzt, man ist dann schnell in diesem, die US-Imperialisten machen das nur ihren eigenen Interessens, Willens. Aber wenn ich so aus dem Jahr 2020 und vielleicht bin ich gebrainwashed, aber wenn ich zurückdenke an Bilder, die ich aus den 30er, 40er Jahren kenne, dann bin ich froh, dass einige dieser Kulturgüter da in die Köpfe der Menschen damals gesetzt wurden. Ja, ja. Ja, also man ist sehr schnell bei diesem Thema Imperialismus und Kultur, die irgendwie manipulierend oder auf manipulierende Weise von irgendwo herkommt. Also Wagenleitner, der Untertitel seines Buches ist ja also die Coca-Colonisierung. Er spricht dann eben von der Kolonisierung. Ne? Also man ist da sehr schnell in so einem Fahrwasser drinnen, dass eben Österreich, Deutschland lag sozusagen in Trümmern und wurde dann kolonisiert. Also in Österreich wird dann auch noch festgestellt, dass das quasi eine Subkolonie der Kolonie Deutschlands war, die eben unter dem Einfluss der Amerikaner stand. Und ich glaube, das ist ein Erklärungsmuster, das sehr lange auch Bestand gehalten hat. Was man aber dabei bedenken muss, und das ist auch etwas, was Wagenleitner sehr, sehr stark macht, und das kann ich auch voll und ganz unterschreiben, was man wirklich dabei bedenken muss, ist, dass es ganz schwer ist, so eine Binarität, so USA gegen Europa oder USA gegen Österreich hier aufzumachen, weil wer waren denn sozusagen die Amerikaner oder woher kommt denn die Populärkultur in den USA oder was war denn da der Grund? Und da muss man sagen, Wagenleitner hat da eine schöne Metapher und sagt, dass Amerika das Produkt der Europäisierung der neuen Welt ist. Also man muss bedenken, was ist passiert in den 30er Jahren in Europa? Es sind viele Künstler ausgewandert in die USA.
die USA besteht, wenn es jetzt hier konkret auf Populärkultur hinausgeht, natürlich sehr stark aus europäischen Einwanderern und dann aus den Sklaven. Ja? Und die Musik, vor allem Jazz, das natürlich sehr stark mit der Geschichte der Sklaverei zu tun hat. Diese Geschichte der Sklaverei ist natürlich ein amerikanisches Problem, aber es ist zunächst mal was ein europäisches Problem. Das heißt, es gibt hier Verflechtungen, die man in Betracht ziehen muss. Also man kann durchaus sagen, dass Europa in den Nachkriegsjahren sozusagen das zurückgekriegt hat, was es die Jahre davor exportiert hat. Also dass es quasi zu einer Umkehr gekommen ist. Und es ist also komplizierter als einfach nur, glaube ich, diese Einbahnstraße. Ja. Alles kommt aus Amerika, als nur eine Richtung zu sehen. Ja. Und um nochmal zu diesem Begriff Europäisierung zu kommen, da geht es ja auch nicht nur darum, dass europäische Siedlerinnen und Siedler nach Nordamerika sind und dann auch noch Sklaven dorthin gebracht worden sind, sondern dass sich viele europäische Vorstellungen, zum Beispiel wie denn ein Nationalstaat mit einer klar definierten Grenze funktioniert, wie ein politisches System aufgebaut ist, was ja vor 200 Jahren in breiten Teilen der Welt so nicht vorhanden war, was dann aber der Kolonialismus quasi mittlerweile gibt es eigentlich grosso modo dasselbe System eines souveränen Nationalstaats, das quasi exportiert worden ist. Ja. Ja, und vieles der, wie soll ich sagen, vieles der Freiheitsgedanken und natürlich auch Kapitalismus, der Fokus aufs Individuum und so weiter, das sind alles Produkte der Aufklärung. Also man kann da so weit zurückgehen. Oder noch davor, die sogenannte Entdeckung der neuen Welt. Und da wurde natürlich auf diesen neuen Nationalstaat, der dann da 1776 beziehungsweise dann ein bisschen später 1789 Konstitution gegründet wurde, wurde das projiziert. Also viele europäische Ideale, die dann da in der neuen Welt sozusagen wachsen haben können. Und das alles schwingt da natürlich dann noch mit und halt nach. Kannst du uns noch etwas über den zeitlichen Verlauf erzählen? Wir haben jetzt gesprochen über die Nachkriegszeit, wo dann die amerikanische oder die US-Kultur so als Rebellion gegen das alte, traditionell deutsche, braune, österreichische gegolten hat. Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, so die Strahlkraft der USA? Ja, gut. Also ich denke, dass die Nachkriegszeit eben eine Zeit ist. Eine große Zäsur kam dann mit Sicherheit 89 mit dem Fall der Sowjetunion, Kalter Krieg zu Ende. Das hat man dann sehr stark gemerkt in Österreich. Ich kann mich erinnern, zu der Zeit, in frühen 90er Jahre hier, die Amerika-Häuser wurden abgezogen, geschlossen. Hier in Wien, wir hatten ein großes Amerika-Haus. Das ganze USIA, wie das hieß, wurde eingegliedert in State Department. Das heißt, diese Kulturpolitik, die USA mit oder in Westeuropa verfolgt haben, hat sich verlagert gegen Osten. Und das haben wir gespürt. Also ich muss dazu sagen, die Amerikanistik, also meine Disziplin, ist natürlich auch ein Produkt dieser ganzen Geschichte, weil auch natürlich diese ersten Amerikanistik-Professuren, die geschaffen wurden, eben um amerikanische Kultur unter die Leute zu bekommen, ja auch Teil dieser Kulturpolitik der USA waren. Sind sie jetzt auch nicht mehr, weil die sind ja mittlerweile auch nicht mehr USA finanziert. Ja, und dann gibt's eben diese ja interessante Phase 89, dann kommt natürlich das Internet, das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Also da glaube ich, ist es vollkommen klar, dass man dann nicht mehr von irgendeiner One-Way Street irgendwas von USA aus, sondern dann kommt wirklich die Globalisierung voll in Schwung. Dann denke ich, ist eine Zäsur 9/11, wie bei vielen, auch hier, also mit Sicherheit. Und dann natürlich jetzt auch die Millenniums-Generation,
Und ab jetzt wird es schwierig natürlich, weil ich würde jetzt mal sagen, dass natürlich mit der Ära Trump und jetzt auch der jetzigen Krise mit Sicherheit auch eine sehr starke Veränderung eintreten wird, die man jetzt, glaube ich, noch nicht so gut beurteilen kann. Inwiefern war 9/11 eine Zäsur? Ja gut, 9/11 ist eine sehr starke oder wird eigentlich der ganzen Welt als Zäsur wahrgenommen, in den USA auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist irgendwie der Moment, in dem die USA sehr, also auf ihrem eigenen Boden attackiert wurde und auch, man sagt ja immer, es hat dann ihre Unschuld verloren. Gut, das hat es wahrscheinlich mehrmals vorher schon, aber es ist doch der Moment, an dem diese Supermacht USA einen massiven Kratzer bekam. Und ja, also die Finanzkrise, aber das liegt dann alles zeitlich relativ nahe beisammen. Und das hat dann eigentlich das sogenannte amerikanische Jahrhundert, das 20. Jahrhundert wird ja sehr oft als das amerikanische Jahrhundert bezeichnet. Und die Kulturmacht der USA ist da sicherlich ein Teil davon. Und ich glaube, es ist halt 2001, Ende des Millenniums, ist immer so eine Zäsur von vornherein. Und ich glaube, das spielt alles zusammen, dass man eben seitdem, glaube ich, schon eine deutliche Veränderung in den USA ausmacht. Ich finde das jetzt spannend, weil Globalisierung wird ja gerne mit Amerikanisierung gleichgesetzt. Also da kommt irgendwie McDonald's, große Konzerne, Facebook und Co. erobern die Welt. Du hast das jetzt aber ganz bewusst differenziert. Warum verstehst du da was anderes darunter und was für eine Veränderung gibt es da, wenn plötzlich durch das Internet auch mehr in die USA zurückstrahlt? Also ich glaube, aus jetzt amerikanistischer Sicht, also ich spreche ja sozusagen von einer bestimmten Position aus, finde ich es ganz wichtig, Amerikanisierung und Globalisierung terminologisch auseinanderzuhalten. Sehr oft wird es nicht getan. Und ich glaube auch, dass es natürlich schwierig ist, Globalisierung ohne Amerikanisierung zu verstehen und umgekehrt. Es gibt da einige Studien dazu. Ein Kritiker, der zum Beispiel gesagt hat, Globalisierung sollte man auseinanderhalten von Amerikanisierung, aber Globalisierung, und dann sagt er das, wenn ich das auf Englisch zitieren kann, always wears Mickey Mouse Ears. Also irgendwo, die Mickey Mouse Ohren sind irgendwie immer dabei. Und das, wie gesagt, das kann stimmen. Die Frage ist, ob dieses Mickey Mouse und die Mickey Mouse Ohren dann wirklich jetzt noch auf die USA referieren oder nicht auf andere Bezugssysteme, weil wenn man schaut, dass es sich in China, Korea, da gibt's ja auch genügend Mickey Mouse und das hat vielleicht auch, steht dort gar nicht so stark für die USA als eben für eine globalisierte, weltweite, Jugendmassenkultur, die ja eben Amerika nach wie vor sozusagen als Chiffre, als Metapher, als Zeichen sozusagen gesetzt hat, aber es muss sich nicht unbedingt auf die USA beziehen. Während Amerikanisierung, glaube ich, bezieht sich immer auf die USA, das ist da eben in dem Begriff drinnen. Ich glaube, das wäre für mich so der Unterschied. Manche bezeichnen die oder sehen mit der Globalisierung einhergehend auch eine Gleichmacherei. Ich kann dem auch was abgewinnen, denn egal wie weit man in den Flieger steigt und wo man aussteigt, sehr oft sind die Lebensentwürfe, die Art und Weise, wie die Menschen sich anziehen und geben, ist relativ ähnlich. Siehst du das so, dass sich quasi so, wenn du jetzt sagst, eine globale Jugendkultur entwickelt sich, gibt es sowas wie eine globale kulturelle Angleichung, dass die Menschen auf der Welt immer ähnlicher werden? Sicherlich. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, ist schwierig zu beurteilen. Und wiederum, ich glaube, das ist der Zahn der Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel an die jetzige Pandemie denkt, da sind wir auch irgendwie alle gleich.
Ich glaube, dieses Gleichheitsprinzip, das spürt man jetzt sehr, sehr stark. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht. Nämlich also überhaupt nicht. Wir glauben, es gibt nach wie vor, ich weiß nicht, ich habe die Zahl nicht, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf der Welt, die kein Internet haben und kein Fließwasser. An das denkt man sehr oft nicht. Ne? Mhm. Aber die Diskussion ist finde ich, ein bisschen schwierig, weil wenn man den Fokus natürlich auf Globalisierung als Gleichmacherprinzip oder so sieht, dann hat das auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite auch wieder die Demokratisierung. Ich meine, Demokratisierung ist im Prinzip auch ein Gleichmachen von Differenzen. Und gleichzeitig vergisst man dann aber auf Mechanismen zu blicken, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Und das sind sozusagen lokale Aneignungen. Ich glaube, dass auf den ersten Blick sehr viel ähnlich ist in der ganzen Welt. Und dann, und das haben wir ja erlebt, dass dann das Lokale wieder beginnt zu leben, das Regionale, eben verschiedene Strategien, wie auf lokaler Ebene dieses Globale angeeignet wird, neu verarbeitet wird, hybridisiert, sagt man da, sodass es zwischen alt und neu was Neues entsteht. Und ich glaube, darauf müssen wir den Blick lenken, weil ich glaube, da gibt es ganz viele, viele Beispiele davon. Kannst du uns welche nennen für so lokale Aneignungen? Also wenn ich jetzt gerade denke, heute Morgen, ich komme aus dem zweiten Bezirk, wo jetzt dieses neue Nordbahnviertel entsteht und da gibt es das neues Lokal, da steht irgendwie Austrian Oriental Fusion Cuisine drauf. Dann denke ich, ja, das ist spannend, ne? Das ist auch eine sozusagen eine Aneignung. Und sonst gibt es eine ganze, ganz lange, lange Palette an Aneignungen, historisch gesehen, können wir auch noch zu sprechen kommen, natürlich in der Musik ganz stark, wenn ich an Austropop zum Beispiel denke. Aber das war schon früher, das gibt es ja schon länger, auch ganz, ganz eindeutig eine Musiktradition, wo ganz viel Amerikanisches aufgegriffen wurde, aber eben dann austrifiziert, heißt ja auch Austropop. Also das ist sozusagen für mich, glaube ich, immer so das auffälligste Beispiel. Und sonst gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wenn man denkt, was weiß ich, McDonald's zum Beispiel, haben doch der Reihe nach Kampagnen gehabt und hat es den Schnitzelburger zum Beispiel gegeben. McDonald's ist auf der einen Seite überall gleich, also man erkennt es, diesen gelben Golden Arch. Schaut überall gleich aus. Wenn man in die einzelnen Filialen geht, sieht man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gerichte. Ja, dann gibt es, was weiß ich, in Hongkong, wo ich eine Zeit gelebt habe, ganz klar ganz andere Produkte als in Österreich. Heißen auch anders. Ja. Das heißt, die sind dann auf den lokalen Markt auch ausgerichtet. Und wenn wir da bei Film, Fernsehen oder Musik bleiben, dann gibt es ja auch in diversen Ländern. Ich habe da Frankreich sehr stark im Kopf, aber auch in Österreich gibt es gewisse Quoten, wie viel österreichische Musik wird zum Beispiel auf Ö3 gespielt oder saftige Förderungen, damit mehr österreichische Filme produziert werden, damit irgendwie quasi nicht alles gleich ist und damit man irgendwie eine lokale Kultur oder Tradition wahrt. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und da gibt es, glaube ich, auch innerhalb Europas Unterschiede. Also ich bezeichne manchmal die amerikanische Populärkultur als eine Art Lingua Franca, als quasi so eine allgemeine Verständigungskultur. Es gibt einen Amerikanisten, der mal gesagt hat, das ist ein ganz krasses Statement irgendwie, der gesagt hat, die einzige Kultur, die die Europäische Union gemeinsam hat, ist die amerikanische Populärkultur. Also sozusagen als das einende Prinzip. Und das ist natürlich etwas, was, ja, das kann man wieder ganz schwer sagen, ob das stimmt oder nicht, aber das ist etwas, was natürlich viele so nicht sehen wollen und das kann ich auch nachvollziehen. Aber es bleibt, würde ich meinen, ein Referenzrahmen. Und dann ist es natürlich wichtig, aber wie gesagt, das geht mit der Globalisierung einher, dass man eben lokale, nationale, regionale Aneignungsstrategien, Umgangsarten ebenfalls aufrechterhält. Und das, glaube ich, wird sehr stark natürlich in der Musik. Natürlich muss die lokale Szene gefördert werden.
Und ich glaube, es ist halt sehr viel Verflechtung, Hybridisieren, neu aufgreifen. Ich glaube, dass man solche interpretative Modelle hier bemühen muss und nicht so stark eben so, das ist was Amerikanisches, das kommt von genau dort und hier wird es jetzt so und so gemacht oder hier entwickelt sich jetzt was und das ist jetzt ganz, ganz was Eigenes und das setzt man jetzt dagegen. Ich glaube, das kann man nie sagen, es ist alles immer verwoben und verflochten. Ja, diese kulturelle Macht oder Strahlkraft setzt ja oft auch politische und wirtschaftliche Macht voraus. Und ich finde das ganz spannend. Das war bei mir einmal die Archäologin Sabine Ladstätter zu Gast und die hat erzählt, wie Österreich quasi romanisiert wurde. Mhm. Also vor 2000 Jahren, die Römer haben eine große politische, wirtschaftliche Macht gehabt, haben zum Beispiel das Christentum nach Österreich gebracht. Die Art und Weise, also Wien zum Beispiel ist von Römern gegründet worden. Die Leute haben angefangen, sich öffentlich zu baden. Also so diese Supermacht Rom hat Österreich geprägt. Jetzt war lange die Supermacht, die USA, hat eine starke Strahlkraft gezeigt. Und jetzt aber, jetzt gibt es einige, die auch die das Trump-Zeitalter so quasi als Bröckeln dieser Supermacht wahrnimmt. Und gleichzeitig beobachtet man ja den Aufstieg Chinas. Genau. Gerade bei jungen Menschen ist da zum Beispiel interessant, dass mit TikTok das erste Mal auch eine chinesische App irgendwie breitentauglich geworden ist. Siehst du das auch so, dass das irgendwie, dass diese amerikanische Strahlkraft abnimmt, also gerade wenn man Trump hernimmt, der ist ja in breiten Teilen Europas wahnsinnig unpopulär. Also da bleibt von dem schönen Vorbild USA und dort ist alles so super schön, nicht sehr viel über. Das stimmt, ja. Das sehe ich auch so. Ja. Ja. Ja, also das ist ganz schwierig. Es ist schwierig, sich zu positionieren, weil auf der einen Seite bin ich so ein bisschen leid oder finde es kompliziert, so immer das wirklich uralte Erklärungsmuster, also das ist sich Translatio Imperii, glaube ich, heißt das, also sozusagen die Verlagerung von Empires, ne, eben nach Westen und jetzt irgendwann geht's, na, wenn man noch westlicher geht, dann kommt man bei China raus. Ich glaube, es ist komplizierter. Ich glaube, es ist verdammt kompliziert und es ist, glaube ich, durch die Globalisierung kompliziert geworden, durch die Wirtschaft ist meines Erachtens der Motor hinter dem Ganzen. Und wenn man jetzt die jetzige Corona-Pandemie wieder hernimmt, wie man gemerkt hat, wie wenn ein Lockdown an einem Ort passiert, wie die Versorgungskette zusammenbricht, wie das alles wieder markt und wie die Menschen dann, wie die alle miteinander verwoben sind. Also Ich weiß es nicht und ich kann es nicht erklären, aber ich würde zum Beispiel davor zurückschrecken zu sagen, so TikTok ist jetzt chinesisch, das andere ist amerikanisch. Mhm. Man weiß es nicht. Ich denke, Apple ist die Quintessenz der USA, aber wie auf jedem iPhone und jedem Computer zu lesen ist, es ist nur designed in California, produced in China. Das ist unglaublich alles miteinander verbunden. Und irgendwo sind wir da, glaube ich, in irgend so ein Dilemma reingeraten, aus dem es jetzt, glaube ich, im Moment gerade verdammt schwer ist, wieder rauszukommen. Wie das weitergeht. Ich bin im Moment leider auch sehr pessimistisch, muss ich sagen, weil Trump natürlich, wobei ich gerne Trump als Person und als seine Art, Politik zu machen, abheben würde, weil, also ich kenne zum Glück keine Amerikaner, die in irgendeiner Weise diese Politik unterstützen. Also ich glaube, das ist wirklich im Moment ein Riesenproblem für die USA. Also die Strahlkraft, die sehe ich im Moment nicht mehr gegeben. Und wenn man den Aufstieg Chinas denkt, dann gibt es da wahrscheinlich schon einen Unterschied, weil die USA ja eigentlich aus Europa heraus begründet wurden, China aber eine ganz andere Geschichte hat. Und wenn China jetzt eine Supermacht wird,
Jetzt gibt es dann viele, die sagen, die Eltern sagen, meine Kinder sollen Chinesisch lernen, weil die Chinesen werden die neue Supermacht. Wirtschaftlich werden sie sicher, politisch vielleicht auch, aber kulturell? Also ich weiß nicht. Meine China-Erfahrung ist nicht sehr, sehr groß. Ich war nur zweimal kurz in China, aber ich habe ein paar Monate in Hongkong gelebt. Und ich muss zugeben, ich war noch nie auf einem amerikanischeren Ort als in Hongkong. Also das war für mich eine derartig inszenierte amerikanische Show. Man merkt hier, dass das jetzt auch mit China natürlich da sehr stark im Clinch liegt. Das war dann unmittelbar danach. Ich war da 2013, 2014. Aber das ist die Art der Kultur, die bei den Jugendlichen zieht. Das ist aber dann doch die westliche Kultur. Also ich denke, das ist so eine hybridisierte kulturelle Mischung aus mit Sicherheit den verschiedensten Traditionen, die es eben in China gibt, mit westlichen Idealen mit Sicherheit. Und ich glaube, das ist sozusagen die Richtung, in die wir gehen. Aber auch da würde ich es nicht dann wirklich an China direkt wieder festmachen oder an den USA. Ich glaube, es ist einfach der Zahn der Zeit, dass alles zunehmend noch mehr verwoben wird. Ja. Und jetzt mag es manche geben, die dann sagen, man ist das fad, aber gleichzeitig kann man auch sagen, wenn sowohl ein chinesischer Jugendlicher, ein amerikanischer und ein österreichischer Jugendlicher quasi dieselben Referenzpunkte hat, nämlich irgendeinen TikTok-Tanz und die, wenn sie sich treffen, sich sofort verstehen, weil sie haben da irgendwie eine gemeinsame Basis, dann ist das eigentlich für die Welt als Ganzes auch eine Chance oder ein potenzieller Vorteil. Also ich sehe es auf jeden Fall so, für viele Menschen natürlich nicht, kann ich auch nachvollziehen, allerdings nur bedingt, weil ich glaube, dass eben jeder Rekurs auf das nationale Populismus, also das ist ja ein Riesenproblem zurzeit, das ich immer als Problem wahrnehme, weil ich denke, dass das eben doch sehr menschenfeindlich auch ist. Ich glaube, dass genau wie du es beschrieben hast, dass das eine Chance ist. Also ich war auch in China in einem Starbucks. Man erkennt den, wenn man den Schriftzug erkennt. Lesen konnte ich es nicht, aber ich habe es am Schriftzug erkannt. Und wir haben auch Studien dazu durchgeführt, also junge Leute interviewt, die miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und worüber sprechen sie zuerst? Ne, das beginnt bei Facebook natürlich. China hat TikTok, Facebook, glaube ich, ist nach wie vor gesperrt in China. Aber dann heißt es halt anders, sage ich mal. Das Prinzip ist ja ziemlich das Gleiche. Und die Welt ist ein globales Dorf, heißt ja immer wieder. Man wird sehen, wie gesagt, wie sich das jetzt ändert. Das könnte jetzt schon natürlich zu einer Änderung kommen im Moment. Ne? Immer noch massive Reisebeschränkungen. Man weiß nicht, wie es genau aussehen wird. Ob wir wieder zurück zu dem gehen, wo man mir nix, dir nix nach überall hin fliegen kann. Und, und da glaube ich, sehnen wir uns alle, dass man natürlich dort auch wiederzuerkennende Dinge, Produkte hat und dann eben natürlich auch lokale Produkte, das ist weiterhin wichtig, aber ich glaube, dass wir genau in dieser Ambivalenz oder in diesem Spannungsfeld da weiterleben werden. Also Spannungsfeld zwischen diesem wie du es oder viele Leute nennen, eben auch kulturellen Einheitsbrei und eben auch dann der Vielfalt und der Unterschiedlichkeiten und der ganz dezidiert lokalen Produkte, Ereignisse und so weiter. Danke für deine Zeit, Astrid. Ja, bitteschön. Was nehme ich mir mit? Vieles, das für uns total selbstverständlich ist, ist eigentlich amerikanisch, wie etwa der Kaugummi. Ich wusste das nicht. Spannend ist auch, wie sich Coolness oder globale Kultur
über die Generationen verändert. Die Nachkriegsgeneration, zumindest der progressive Teil davon, wollte sich von seiner Vergangenheit distanzieren. Die war braun, von den Nazis und Nationalismus geprägt. Die USA hingegen waren cool und modern. Und wenn man von einer Amerikanisierung der Welt spricht, muss man auch einmal festhalten, woher die USA eigentlich kommen, nämlich von europäischen SiedlerInnen. Das Ganze ist eine Wechselwirkung, keine Einbahnstraße. Und globale Führungsmächte haben immer auch die Welt geprägt, schon die Römer vor 2000 Jahren. Und zuletzt hat sich das mehr globalisiert als amerikanisiert. Eine globale Massen- und Konsumkultur ist entstanden. TikTok, die App, für die viele sehr junge Menschen verwenden, ist jetzt zum Beispiel zwar eine chinesische App, also von einem chinesischen Unternehmen entwickelt, aber in Wahrheit passt es von seiner Logik genau in das, was soziale Medien auch überall anders auf der Welt vertreten. Das war die heutige Folge. Am Schluss noch eine Bitte: Wenn du die Serie über die USA gut und wichtig findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und tschüss.